Modric macht den Treffer. Und auch das war wieder so eine tolle Aktion. Da hat er die Abwehr letztlich ohne Chance gelassen. So, jetzt wird's deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird's ein Debakel. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Flanke kommt weit. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus? Halbzeit. Und der Spielstand ist schon etwas überraschend. Die zweite Hälfte läuft und sie gehen mit einer beruhigenden Führung in die zweiten 45 Minuten. Daniel James. Chiellini muss da aufpassen. Die Gelegenheit. Mahrez. Da ist der Treffer. Und dieses Tor haben sie sich mit ihrem starken Vorchecking erarbeitet. Druck gemacht, draufgegangen. Und dann ist das die logische Konsequenz. Gebrauchter Tag, oder Buschi? Kann man so sagen, er fischt den Ball nicht zum ersten Mal aus dem Netz heute. Das kennen wir besser von ihm. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Nun Aaron Ramsey. Number 20, Riyad Mahrez. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Der muss doch drin sein. Mahrez, kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Was für eine Rettungstat, gehalten! Ball kommt vorn. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Die Gelegenheit für die Flanke. Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Der Ball ist weg, geht über die Linie. Jetzt kommt die Ecke. Viel Platz jetzt. Die Riesenchance. Chance lebt noch. Viel Druck da hinten. Jetzt vielleicht. Und da haben wir es. Das Tor. Den setzt er stark direkt neben dem Pfosten. Nichts zu halten für den Torhüter. Super Schusstechnik. Genau da sollte der Ball hin. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Und da kommt er an den Ball. Das könnte die Gelegenheit geben. Er trifft den Pfosten.
Da wäre es fast passiert. Was für eine Szene. Mächtig unter Druck und das Aluminium rettet sie. Alu-Treffer, diese schöne Aktion hätte ein Tor verdient gehabt. Es fehlen Zentimeter. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Oh, da stören sie schon frühzeitig. Gute Aktion. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Gute Chance. Und jetzt die Chance. Da ist der Treffer. Und dieses Tor haben sie sich mit ihrem starken Vorchecking erarbeitet. Druck gemacht, draufgegangen. Und dann ist das die logische Konsequenz. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Number 9, Jamie Vardy. Ja, da ist Platz jetzt. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Ah, er kann klären. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Oh, das könnte was werden. Das war eine knappe Kiste, aber egal, sie liegen vorne. Misslungene Ballannahme hier im Bedrängnis. Ja, Ball ist erstmal weg. Vardy, klasse Schleifpass. Dieses Mal hat er den Ball. Guck doch mal, kann's doch. Ganz wichtiges Erfolgserlebnis für den Torwart. Bisher war es ja noch nicht sein Spiel. Gut gemacht, gutes Deckling. Ja, mit viel Übersicht. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ballverlust Modric. Toller Steilpass Ramsey. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zurecht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Joao Cancelo. Und jetzt gibt es eine neue Defensivtaktik bei der Heimmannschaft. Anscheinend wollen sie jetzt Lukaku mit dem Zuspiel. Das Tor muss er machen. So, noch ein bisschen Ergebniskosmetik, mehr aber auch nicht. Ja, schade. Es ist aber auch kein echtes Aufbäumen mehr. An der Niederlage ändert sich nichts. Das Tor nimmt er gerne mit. Alles offen. Ich glaube, den kann er gar nicht mehr verschießen. Er wäre zumindest schwierig geworden, aber er nutzt die Chance, die auch einfach zu verwerten war. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Nachdem bislang nicht viel zusammenging, ist das Tor jetzt dann doch ein kleiner Lichtblick. Oder geht vielleicht noch mehr, Buschi? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür war die Leistung bisher zu überschaubar. Jetzt der Ballverlust. Daniel James. Chiellini kann da klären. Ballverlust. Schöne Aktion. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Daniel James.
tolle Parade. Und dann dürfen Sie sich bei ihm bedanken. Das wäre um ein Haar der Treffer gewesen. Der Ballverlust. Da kommt der Pass. Jamie Vardy. Gutes Tackling hier. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Das macht er gut. Die Flanke soll zu Balotelli. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Immerhin sind sie hier nochmal erfolgreich, Buschi. Ja, besser als gar nichts, kann man sagen. Am Spielausgang ändert dieser Treffer aber natürlich nichts mehr. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins Ergebnis. Ja, vielleicht ist es auch schon so etwas wie Galgenhumor, wie Schadenfreude, keine Ahnung. Vielleicht sollte man so weit nicht gehen, aber Fakt ist, dass sie heute nicht unbedingt ihre beste Leistung gezeigt haben. Daniel James. Jamie Vardy. Und jetzt die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Hereingabe in die Mitte. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Weiter gefährlich. Das Spiel ist zu Ende. Sie müssen sich geschlagen geben. Das war heute einfach nichts. Da muss man dann auch einfach mal anerkennen. Der Gegner war besser drauf. Eigene Leistung. Jetzt bekommt Neymar hier Unterstützung. Das muss es doch sein. Das macht er gut. Die Flanke soll zu Balotelli. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Das macht er gut.